Oh, oui, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Borderlands 2. Mit diesem schönen Ausblick auf, wie hieß der Ka das Café nochmal? Stop on shelf. Ja, Mann. Und, Hier ja. würde ich gerne leben. Hier ist es so friedlich, so ruhig. Es geht Oder Schnee. los. Das ist Schnee. Wir starten das letzte entscheidende Addon, was Fight erschien, for Sanctuary. bevor Borderlands 3 erschien. Was die Brücke schlägt zu Borderlands 3. Der Mensch ist nur Brücke zwischen Tier und Übermensch. Und wir sind hier hinten gespawnt. Nein! Warnung, Achtung! die Handlung in dieses DLC. Kampagne spielt nach den Ereignissen von Borderlands 2. Ja, wir haben doch schon alles gemacht. Zuerst anderen Benutzer eine Schnellreise schicken in die Kehr zurück. Wenn du bereit bist zu beginnen. Okay. Ich denke, wir sind alle bereit zu beginnen. Hallo, lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern Das muss geworden dieser ist. Mitte Ich sein. erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Oh. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen? Die Nö. Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern der Galaxis kämen. Das ist ja Quatsch. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft auf das zu achten, was hinter einem ist. Commander Lilith. Ich kann's gleich. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Blend. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Nein, 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 nein. Brick, Brick, Brick. Und kannst du es ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan, kein funktionierendes Schiff und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Nee, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Sie denkt nicht. Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir! Wo ist überhaupt Brick? Kommt nur, ihr Bastarde! Hey, den ersten schon vergessen, weißt du? Das passiert manchmal. Ne, Brick verkauft einfach irgendwo Banditen. Das ist einfach sein Ding. Was Fleisch bin ich gemacht? Okay, für wen halten sich die Typen, die hier einfach so kommen und die Stadt angreifen, ne? Die halten sich für. Wo steht. Oh, Invasionsschild von Level 58! Yes! Das ist die neue Pandora Aufklärer. Kannst du mir vielleicht noch irgendwen da lassen? Aua. Sterb! Nein! Bongo Bingo! Danke schön. Aber insbesondere Limo. Weiter so,
Unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen. Du weißt, was zu tun ist, Kammerjäger. Chef kaputt! Oh, mich jetzt ein Hauptmann! Verteidigt unser Zuhause! Wütet! Wer ist da? Bingo Bongo Mann, I got you! Cutscene, okay. Sie wollen den Kammerschlüssel. Lilith, es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Nee. Gib mir meine Axt und ich töte alles. Raiders, zurück zur Basis. Marsch. Sag mir einfach nur, was mein Ziel ist. Komm schon. Und wo sind wir? Stimmt, ja. Da war ja was. Das ist jetzt schon Borderlands 3 Level. Ja. Alles. Das heißt, es ist nicht mehr Borderlands 2. Wir existieren nicht mehr. Wir sind unwichtig. Das war schon immer so ein Cutscene in Borderlands 2. Ja, aber ja, es ist. Es ja, ist schon, Physical haben wir was bedeutet. Ja. Wer ist dieser Mann, der sich nicht beherrschen kann? Ich finde ein Basislager. Geil. Ja. Ich finde ein Basislager, ja. Ich habe so viel wie möglich aus Sanctuary geholt, aber es war ziemlich hektisch. Sieht aus, als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. Ist okay, Lilith. Die uns angegriffen haben, das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Es ist lasse was. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Truppen und holen uns Sanctuary zurück. Das sind doch irgendwelche Sporen gewesen, die den so Pflanzenzombies vermeidet haben. Das ist eindeutig lasse was. Ja, ich musste auch dran denken. Voll geklaut, ey. Ja, Mann. Oh. Jesus. Hier ist Colonel Hector von der neuen Pandora. Ihr könnt jetzt aufhören, wenn zu laufen. Ich habe, was ich wollte. Sanctuary und der Kammerschlüssel gehören wieder mir. Ehrlich gesagt, hatte ich einen besseren Kampf erwartet. Ich meine, wir haben euch alle komplett ausmanövriert. Was ist aus euch Crimson Raiders geworden? Ohne Iron Roland scheint ihr euch wohl alle in ein Rudel von Baby Rigs mit eingekniffenen Schwänzen verwandelt zu haben. Aber weiter. Ihr habt gesehen, was mein Paradies-Gas aus euren Leuten gemacht hat. Das nächste Ziel? Ganz Pandora. Klar, dabei werden alle auf dem Planeten sterben, aber kein Garten kommt ohne etwas dünner aus. Ja, das hat er schön gesagt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, der hätte alle gerettet. Warte. Er hätte mich oben gelassen, damit ich den Typen einen scheiß Ball in sein Hirn reinspülen könnte. Aber nee, sie muss mich wegteleportieren. Irgendwas sagt mir. Oh, hey, guck mal. Guck mal, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir da so bekannt vor. Was? Das ist da hinten. Das Band Camp. Das ist mein Königreich. Ich habe es zuerst besetzt. Bro. Bro. Jeder, der mich gerade
Alter, Maul hat voll, verdammt nochmal! Mann, der Typ ist mir jetzt schon sympathisch, Bro. Mir auch, Bro. Aua. Siehst du, Creek, du hast sogar gesagt, du sollst aufhören, dich selbst zu schlagen. Du machst es trotzdem. Hm. Wie geht's auch wieder? Daniel. Oh Gott. Nein. Garbage. Oh, da ist er. Warum ist Claudio gestorben? Noch weiß ich nicht. Hallo? Irgendjemand? Schmerzbeißer? Onkel Zehennagel? Mama Schlauchstein? Zitronenbonbon? Oh nein, du nicht auch. Du warst der härteste von allen. Er war ein Zitronenbonbon. Sie haben sich an ihm die Zähne ausgebissen. Weiß nicht, was alle ja, haben. Wir können doch sowieso respawnen. Ja, aber dann musst du den Weg wieder hierher laufen. Ja, das stimmt. Ein infizierter Lesionär. Aber was ist denn ein Lesionär? Okay. Ja, genau das. Keine Ahnung. Das sind ja Begriffe, stimmt, die sollte man mal googeln. Ich bin mir sicher, dass sie irgendeine Bedeutung haben. Ich bin noch nicht voll. Warte auf mich, du schon wieder infizierter Läsionär. Ah! Nein! Ja, Mann, irgendwas hat ihn umgebracht. Ja, du. Nein, ich hab ihn nicht umgebracht. Ja, krieg wahrscheinlich für dich. Das ist gut möglich. So einer bist da, also. Mysteriöser Bandit, töte, töte, töte diese Pflanzenfreaks und wende das Blatt. Ich werde immer. Aus, immer noch am Wenden. Ja, verdammt, schnetzle diese Pflanzen. Hey, mein geheimnisvoller Retter. Gute Arbeit. Hey, Pascal. Hm? Gute Arbeit. Ja, ich weiß, danke. Bro, gute Arbeit, Bro. Ich werde jetzt der rote Nebel ist so nah. Aua. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Sniper hier halten soll. Aber was ist denn das andere, was ich schon ausgerüstet hatte? Das war's, glaube ich. Ja. Zwar weniger Schaden. Das hat ein Einzelschuss. Ah, der hat nicht in meine Richtung gestaunt. Fetzt mich hier runter, der Arsch. Gut gemacht. Eine Art Mischung aus Zirkus und Bar und genieße eine uralte Pizza mit verwässertem Alkohol. Ein klasse Lebensstil, Leute, aber er hat euch weich gemacht. Eine Armee, verrottet von oben nach unten. Ich habe meine Leute aus dem Ruin geführt, ihnen etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen sie mir. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich drum bucken für ein versprochenes Paradies. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück. Angefangen mit eurem Schild und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten heraushören muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Ich verstehe seine Motive noch nicht so ganz. Ach, braucht hier irgendjemand ein Motiv? Er ist ein Öko-Aktivist. Und er will hier jetzt sehr viel Gras auf Pandora verteilen. Ach so. Zwischenzeitlich hat er sich eine eigene Armee gebaut und die ist jetzt viel geiler als die Crimson Raiders. Ein bisschen eine Armee. Aber auch nur bis zum Zeitpunkt, bis wir dann Lilith endlich sagen, hey Lilith, werde endlich anführen. Und Lilith sagt, okay, und dann haben alle Crimson Raiders wieder einen fucking Damage Boost von 2000%. Ja, das ist alles eine Sache des Buffs. Und das ist 1% mehr als Ruland hatte. Du
musst deine Truppen nur richtig buffen, also. Ja. Ja, Mann. Ja, das kann ja doch besser kommen. Ah, ich wurde weggeschossen, what the fuck? Ich hab mir hoch, werd runtergeschossen, wie uncool. Ja. Ich lass den Kopf nicht mehr auf. Ich hab ihn ja erst angezogen. Ja, Mann, lass den Kopf auf. Ich hab ihn ja erst angezogen. Ja, Mann, das ist jetzt unsere Ausrüstung für diesen DLC. Der hat ja Klamotten an. Verdammt! Ein Kammerjäger! Nur Spaß! Ach, da ist er noch ein richtiger Worn. Scheiße, das stimmt, ey. Der sieht ja noch mehr nach Worn aus als. Im dritten Teil ist er einfach irgendein random Typ, der Worn heißt, aber voll komisch ist. Und hier ist er wenigstens noch Worn. Ich vermisse dich. Langsam, langsam! Keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Worn. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht. Der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Sieht schön aus. Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelease zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichte. Erzähl ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditenclan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelebt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben versucht, Hectors neue Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Clan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion-Laserfoltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist wie die Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. Ja. Die Luft. Unterwäsche. Nein. Was ist das? Aber die Luft. Wer teilt denn bitte die Luft mit anderen Leuten? Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf! Und falls Leute aus meinem Clan überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Aber es hat noch mehr Worn als im dritten Teil. Das stimmt. Im dritten Teil ist er schon mehr dem Wahnsinn verfallen. Also hier ist er auch schon wahnsinnig, aber da ist er noch mehr dem Wahnsinn verfallen. Aber er ist ja noch irgendwo dazwischen. Ja, wenn man gerade von Pflanzenfreaks redet, da kommt ja schon einer. Gerufen. Nein, ich habe niemanden zum Duell herausgefordert. Blutpakt, ja Mann. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit einem dreckigen, stinkenden Kammerjäger wie dir zusammentun würde. Hey! Freaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blutpakt! Hey! Ah geil, Blutpakt. Gut gemacht mit dem Lager. Das wird dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir Sanctuary zurückholen können. Das ist mein Lager? Hey Lil, tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig, wir können alles teilen. Hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und versuche Hector auszuschalten.
Vielleicht kann ich die Sache noch in Ordnung bringen. Tschüss. Na hallo. Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. Sanctuary ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht. Uns ein Gegenmittel mischen? Natürlich. Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast sie gehört. Legen wir los.